So, es geht weiter und heute bin ich richtig gespannt, wie es weitergeht. Ess mir einen kleinen Nachtisch. Letzte Zimtrolle von Beppo. Lesen heißt das. So, wir spielen mit Abby weiter. Von der Dame bin ich ja seit Anfang an eigentlich nicht so angetan. Im Verlauf des Spiels am Anfang auch verständlich. Jetzt müssen wir sie nochmal spielen. Vielleicht, um ihr Handeln zu verstehen, ich weiß es nicht. Tolerieren. Muss ich es jedenfalls nicht, denke ich mal. Jetzt kommt wieder hier so ein. Sie duftet so. So, 4 Jahre zuvor. Sie ist scheinbar auch noch ein jüngeres Mädel. Und sucht ihren Vater. Nicht hier lang. Ich weiß, dass wir nicht hier lang müssen, aber ich habe ja auch keine Ahnung, ob wir irgendwas wieder suchen müssen. Also so an Vorräten und so. Und wieder am Ausgangspunkt. Birken sind das, glaube ich, ne? Wir sind in einem Birkenwald. Na toll. Dann schmeißen wir uns erstmal hin. Dad, komm schon! Mach das doch nicht andauernd! Scheinbar bedeutet Spuren lesen, wir sollen seine Spuren lesen, wo er hingegangen ist. Eigentlich sollen wir auch geradeaus runterlaufen, nehme ich mal an. Aber ich finde das trotzdem mal interessant, hier jede Ecke des Spiels zu erforschen. Nein, brauche ich gar nicht. Süß. Matsche, Pampe, Füße haben wir nämlich auch. Ja, ein schöner Pavel, ja. Light Festival. Lichterfest.
Ärmellichter, begrüßen Sie zu einer wunderbaren nächtlichen Reise durch den beleuchteten Wald, einen Sterntunnel und zahlreiche verblüffende Lichtinstallationen. Besuchen Sie unsere tierischen Freunde in festlicher Stimmung. Und ja, die Rentiere sind wieder da. Jetzt Tickets sichern. Eins kaufen, das zweite zum halben Preis. Wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie das zweite Ticket gratis dazu. Ne, zum halben Preis. Mensch, sind die knausrig. Ratte. Okay. Geklappt. Hier geht's nicht durch. Vielleicht komme ich aufs Dach. Kann ich die Dinger wieder verschieben? Oh. Sieh mal einer an. 1978. Na, wirklich drehen kann man das Ding nicht. Achso, da unten. Oben lese ich 1788. Gut gemacht, Abby. Ja, Eigenlob stinkt. Oh nein. Muskeln wiegen. Abs. Du hast ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Ja. Ja. Woher wusstest du, wo ich bin? Könnte es. Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Es war unser Geheimnis. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Sie hat wohl eine Abkürzung genommen. Komm. Hey, hab was gefunden. Wow, 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts.
Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Wir arbeiten zusammen. Abs, es ist okay. Ich mag Owen. Oh Gott. Wir haben Owen umgebracht. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ihr werdet ganz ernst. Es ist niedlich. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Er wird ganz nervös, wenn er auf mich aufpassen soll. Dann nutzt du ihn also aus? Ich? Niemals. Das ist jetzt ein Zoo oder ein Freizeitpark hier? Apps, da. Frische Spuren. Mal sehen, ob wir was anderes finden. Irgendein Huftier suchen wir. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Tja, ich meine, ich hab dich gefunden. Ja, aber mit Schummel. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier, zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los. Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Dad? Los, komm. Dad, warte. Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Dann bin ich unbesorgt. Oh Mist. Erbs. Was? Oh nein. Wir müssen sie losschneiden. Es ist zu spät. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, es steckt richtig tief. Herz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben beim... Owen! Festhalten! Na los! Hey, Vorsicht. Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam. Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Geht das noch? Verhält das wieder? Das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Marlene dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. Verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind.
und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu es. Danke. Wieso bedankt er sich bei ihr? Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Ja. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Du hast ja eine andere Meinung, ne? Ich würde es nicht wollen. Joel ist ausgebrochen mit ihr. Was findet sie jetzt vor? Das muss ich jetzt spielen, ne? Ist er immer noch hier drin? Ist das? Abby. Nein! Abby, nicht hin! Nein! Oh. Nein! Ja, okay, der hat ihn ja abgeknallt, ja. Verdammt noch mal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Ah! Nein! Schmor in der Hölle, Pendejo. Ich bring euch um! Wow, wow, was soll das? Manny. Aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Lass das. Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht.